Das RTV-Judo-Team hatte am vergangenen Samstag Asahi Sprimberg in der Judo-Bundesliga in der Sporthalle Neunkamp zu Gast. Nach 5 Kampftagen hatten die Remscheider alle 5 Kämpfe gewonnen, führten in der Bundesliga-Tabelle Nord, waren für die Final Fours qualifiziert, aber sie wollten die perfekte Saison im Ligabetrieb beenden mit dem 6. Sieg im 6. Kampf. Aber Asahi Spremberg sollte ein schwieriger Gegner fürs RTV-Team werden. Remscheid führte früh 1:0, lag mit 1:2 hinten, aber bis zum Ende der ersten Runde gewannen die Remscheider die nächsten 4 Kämpfe und führten dann mit 5:2. Aber Spremberg nutzte die Pause und zeigte danach, mit ihnen sollte gerechnet werden. Und kurze Zeit später stand es auf einmal 5:5. Remscheid aber schaffte es an diesem Nachmittag, die Partie nach Hause zu schaukeln. 3 weitere Siege, eine weitere Niederlage am Ende. Es stand 8:6 fürs RTV-Judo-Team. Und das bedeutete 6 Siege aus 6 Partien. Damit beendet das RTV-Judo-Team die Bundesliga-Saison Nord als Tabellenführer mit 12 Punkten. Und jetzt geht es also in die Final Four. Karl-Richard Frei. 5:2, erste Halbzeit sah gut aus. Auf einmal 5:5, am Ende aber doch nur 8:6 gewonnen. Wie zufrieden bist du? Ich bin top zufrieden mit dem Team. Natürlich haben wir auch ein paar Punkte abgegeben, das aber gegen ein sehr starkes Team. Spremberg ist auch eine sehr starke Mannschaft und da sind wir sehr froh, dass wir mit diesem Ergebnis jetzt doch den Kampftag beenden konnten. Was denkt man da als Trainer, wenn auf einmal 5:5 steht? Ja, erstmal Ruhe bewahren und sich auf den nächsten Kampf konzentrieren. Das ist ganz wichtig, nicht irgendwie den Kopf verlieren und in Hektik geraten, sondern von Kampf zu Kampf denken und sich auf den Sportler konzentrieren. Du bist gerade mit den Jungs nochmal in die Kabine. Was hast du den Jungs gesagt? Voller Fokus jetzt auf die deutsche Meisterschaft? Ja, so ungefähr. Also ich habe erstmal die Jungs natürlich gelobt für den Einsatz heute. Habe aber hier und da ein paar kleine Sachen gesehen, die wir verbessern müssen. Ja, und die auch nochmal angesprochen. Am Ende haben wir uns nochmal eingestimmt auf das Finale und uns versprochen, dass wir dort nochmal Gas geben werden. Jetzt seid ihr punktfrei, fahrt ihr nach Wiesbaden. Top-Favorit oder kommt ihr mit der Schale zurück? Also es ist auf jeden Fall schon mal eine gute Ansage, wenn man ungeschlagen ist und wenn man sich mal anschaut, was wir für einen Sprung gemacht haben von letztem Jahr zu diesem Jahr. Ich denke, dass wir für die anderen Teams auch ein zu ernstzunehmender Gegner sind. Jetzt ist ja noch ein bisschen bis Wiesbaden. Wie hältst du die Spannung hoch mit den Jungs? Ja, also einige von den Jungs trainieren auch an den Stützpunkten, an denen ich auch selber als Trainer fungiere und deswegen sehe ich die Jungs da, kann noch mal vielleicht hier und da auf die ein oder andere Sache eingehen, die ich jetzt hier im Wettkampf gesehen habe und im Training da einwirken. Alle anderen können mich immer erreichen, können mich auch gerne besuchen und wir können zusammen uns auf den Wettkampf vorbereiten. Aber die Vorfreude ist natürlich riesengroß und wenn man einmal dabei ist, will man natürlich den Titel auch gewinnen, oder? Richtig, wenn wir schon dabei sind, also wir kommen nicht dahin, um einfach nur mitzukämpfen. Dieses Mal wollen wir dabei sein und auch um eine Medaille kämpfen. Alles klar, vielen Dank.